Ein weiteres Kapitel der Trachtenerneuerung ist zu einer Zeit, zu der wir es vielleicht gar nicht unbedingt so vermuten würden, und zwar zu Olympiade 1972. Dort wurden nämlich neben den blauen Olympiadirndeln, die wir gerade in den letzten Jahren in München unglaublich präsent hatten durch das Jubiläum, waren die Siegerehrungshostessen, also das heißt die Siegerehrungen gemacht haben, die Medaillen überreicht haben, die hatten auch ein Dirndl an. Und das war ein Dirndl, was auf einer Trachtenerneuerung basierte. Diese Dirndl wurden eben 1972 von Bogenhauser Thoma, einer Schneiderin aus Rosenheim, Riedering, angefertigt. Und sie hat dort 11 bayerische und dann auch noch 3 norddeutsche Regionen abgebildet, wo sie genauso vorgegangen ist, wie wir das auch schon früher kennen. Hat sich historische Vorbilder rausgesucht, hat dann erneuert und daraus neue Trachten geschaffen. Hier haben wir ein Beispiel, das ist das Modell Fränkische Schweiz, also aus dem Frankenland, wo eben bestimmte Elemente, die man in der historischen Tracht gesehen hat, wiedergespiegelt werden. Und zwar zum einen ist das dieser Plissé-Rock, dieser rote mit dem grünen Rand unten drunter. Das sehen wir auf historischen Grafiken, auch an einzelnen Stücken, und sehen wir einfach auch in den Regionen immer wieder. Dann haben wir hier oben diese grüne große Borte, die einmal ringsrum geht. Auch das ist etwas, was wir immer wieder sehen bei den Trachtenerneuerungen und auch in den historischen Trachten aus der Fränkischen Schweiz. Und letztendlich haben wir hier aber wieder ein sehr, sehr klassisches Dirndl, eben mit der weißen Bluse, dieser Knopfleiste, ganz ähnlich zu vielen anderen Modellen aus der Zeit. Wir haben ein relativ langes Kleid, was dem entspricht, wofür eben Brigitte Bogenhauser Thoma und die Heimatstätte, Werkstatt, die sie geleitet hat, auch steht, eben für Traditionelles. Und diese Kleidung, die die Siegerehrungshostessen getragen haben, stand doch im sehr, sehr großen Gegensatz zu den auch sehr kurzen 70er-Jahre-Dirndeln, die eben die anderen Hostessen getragen haben, die sehr modern waren, die sehr peppig waren, die ja auch ganz anders gestaltet gewesen sind. Und dagegen waren diese Dirndl doch sehr klassisch und eher konservativ angesetzt. Einige von diesen Erneuerungen, die Brigitte Bogenhauser Thoma 1972 gemacht hat, sind danach auch von Trachtenvereinen übernommen worden. Andere hingegen, wie eben zum Beispiel dieses hier aus der Fränkischen Schweiz, wurden als gar nicht geeignet und überhaupt nicht nach historischem Vorbild verstanden und wurden abgelehnt. Weil gerade diese Kante hier oben eben zwar historisch belegt ist, aber hier ganz anders ausgeführt wurde, als wir das historisch kennen, hat der Fränkische Schweizverein sich auch gegen diese Erneuerung ausgesprochen. Wir können hier also auch sehr, sehr genau erkennen, wie auch noch in den 70er Jahren dieser Regionalgedanke, dass jede Region sein eigenes Dirndl hat, wie eben hier das aus der Fränkischen Schweiz oder die anderen, die sie entworfen hat für die Olympischen Spiele aus Berchtesgaden, Tegernsee, Chiemgau und so weiter, dass dieser Regionalgedanke einfach noch sehr festgesessen hat und dass man gerne versuchen möchte, eine Tracht einer Region zuzuordnen, auch wenn das eigentlich sehr, sehr schwierig ist. Und wo wir gerade bei kuriosen Dingen in der Tracht sind, schauen wir uns in der nächsten Folge noch einmal ganz besondere Kuriositäten an.